Hey Leute, kennt ihr das? Wenn auf den Straßen nichts los ist und am Telefon keine Sau anruft, während ein Fußballspiel von Deutschland läuft, ich fahre jetzt meine Schwester besuchen und ja, ich melde mich dann. Bis heute Abend. Ich sollte sie ja nicht in meinen Storys erwähnen, habe ich ganz vergessen, Leute. Ich melde mich mal wieder, ich habe mich gestern nicht gemeldet, ich hatte gestern absolut gar keine Lust, ich war so platt und müde und fertig von der Arbeit und ich muss ja auch nicht jeden Tag eine Story machen, ich versuche es, ich habe mein Essen gepostet, das ist doch eine Story, oder? Da das Spiel jetzt noch 33 Minuten läuft und ich wenigstens etwas von dem Spiel sehen kann, weil ich jetzt endlich Feierabend habe seit 17 Uhr und ich jetzt bei meiner Schwester bin, wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Abend. Drückt fest die Daumen, dass Deutschland gewinnt. Wir hoffen es alle. Deutschland vorschießt ein Tor, sage ich nur. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen tollen Abend. Ich melde mich eventuell heute Abend aus der Wohnung, weil ich fahre später noch nach Hause zu mir. Mir ist mega heiß, ich gehe hier drin ein. Also macht's gut. Ich habe nicht viel zu erzählen. Ich melde mich bis dann. Ciao, ciao, macht's gut. Child, just do what you love, 'cause you won't get this life again. No, you won't get this life again. Das Lied, das vorher gelaufen ist, war Ello Black. Es läuft gerade Werbung bei mir im russischen Fernsehen. Muss kurz Pause machen. Ello Black, Hashtag Werbung. Irgendwas mit Summer, keine Ahnung, aber richtig geiles Lied. Richtig gut. Ich habe mich gestern nicht gemeldet, weil ich so fertig und platt und müde war. Und ihr wisst ja, das ist nichts Neues bei mir. Aber das war richtig schlimm wieder. Ich lag wieder so 3-4 Stunden auf dem Sofa, so gefühlt, keine Ahnung, ewig. Und dann, ja, ich stehe in der Stunde auf. Ihr kennt's. Meine Klamotten liegen alle auf dem Bett rum. Ich hatte keine Lust, die wegzuräumen. Also auf der anderen Betthälfte Seite. Also auf der einen schlafe ich ja und auf der anderen liegen die Klamotten rum. Und ich habe keinen Bock. Aber jetzt bin ich motivierter als gestern. Definitiv. Ich überlege mir noch eine Pizza in den Ofen zu schmeißen. Ich habe bei meiner Schwester ein bisschen was gegessen, aber nicht so mega viel. Und irgendwie habe ich noch mega Hunger. Und jetzt frage ich mich, ob die recht haben in extra, weil am Montag lief wir im extra, dass Fertiggerichte nicht satt machen. Ich liebe den Sommer. Es ist einfach so geiles Wetter heute draußen gewesen und so schön hell und sonnig einfach. Und das halt noch, nachdem ich nach Hause gefahren bin vor meiner Schwester, also gegen 8 Uhr abends und immer noch ist es mega hell. Sehr, sehr schade, dass Deutschland verloren hat, aber das Leben geht weiter. Ich wechsle ein Thema nach dem anderen, merkt ihr es? Ich habe meine Ohrringe heute nicht an, aber es muss auch mal sein. Luft für meine Ohren. Ich kann ja nicht jeden Tag ständig Ohrringe tragen. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Spiele noch Russland. Die spielen ja noch, weil Russland, ja, ich komme ja aus Kasachstan und Russland ist ja dann quasi so mein Land, ne? Mehr oder weniger. Also mehr als weniger. Ihr wisst, was ich meine. Also Brasilien. Ja, und dann hoffe ich natürlich, dass Spanien und Portugal noch dabei bleiben. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr Torres mitspielt bei Spanien, Fernando Torres. Finde ich ja mega toll. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Und naja, Ronaldo, Mädels, aber die Frisur jetzt aktuell, die geht gar nicht. Mich zurzeit echt, ich komme zu nichts, weil die Überstunden, wie ich es mir schon gedacht habe, die machen mich so fertig und platt und es ist richtig schlimm und ich will Sport machen und ich will aufräumen und ich will so viel machen. Gut, ich habe gestern Wäsche gewaschen und vorgestern, ich bin stolz auf mich. Ja, und ich will schon seit Ewigkeiten diese Pads probieren gegen Augenringe, um euch endlich einen Testbericht zu machen. Also wenn ich jetzt jeden Abend diese Pads drauf machen würde und das 2, 3, 4 Wochen lang, könnte ich euch vorher nachher Bild und so. Ich habe ja damals schon gesagt und ich kann mich jetzt nur wiederholen, YouTuber werde ich schon mal nicht. Jeden Tag mir was Neues überlegen. Das mit Stories ist ja schon so eine Sache, wo ich mir denke, wow, krass, dass ich schaffe, fast jeden Tag eine Story zu machen, mit ganz wenigen Ausnahmen. Wisst ja, ich bin real, ich poste, was mir in den Sinn kommt, ich rede über, was ich will, ob sensible Themen, ob komische Themen, ob lustige Themen, traurige Themen, blöde Themen, gute Themen, also alle Themen, ist mir egal. Dieser Moment, wenn man so laut mit seinem Handy redet, dass die ganze Nachbarschaft es mitkriegen könnte. Oh, Selfie-Licht ist da, gutes Selfie-Licht. Fenster ist nämlich offen und meine Nachbarn können mich reden hören, wenn jemand vorbeiläuft. Aber
glaube, ich kann auch laut reden, genau. Leise laut, also laut reden, das ist mir total egal, weil mich kennt hier eh niemand. Also ich werde jetzt gleich meine Pizza in den Ofen schieben und dann werde ich endlich mal von meinem Bett die Klamotten wegräumen. Und was wollte ich noch machen? Ja, und dann wollte ich ja mit Musik eben die Klamotten aufräumen. Sport wollte ich schon seit Ewigkeiten machen. Wie schaffe ich das nicht mit dem Sport? Ich kriege es nicht gebacken, Leute. Es ist richtig schlimm, aber ihr wisst ja, mehr Reality bei Instagram. Irgendwann werde ich es schaffen, viel mehr Sport zu machen. Und irgendwann schaffe ich es auch, mit dem Rosenwasser mehr zu nutzen. Ich habe auch 5 Kilo zugenommen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man das an den Beinen? Man sieht es natürlich nicht von der Perspektive. Also ich merke es halt ein bisschen hier so an der Seite, wieder Speck bekommen, ne? Und ein bisschen zugenommen an den Oberschenkeln, Hintern. Leute, ich habe einfach mal 58 gewogen und ganz früher 55. Und jetzt wiege ich einfach 63. Das sind 58, 59, 60, 61, 62, 63. 5 Kilo, die ich zugenommen habe, Mann. So, ihr Lieben, ich melde mich eventuell später bei euch. Ich hatte euch die Küche ja kurz gezeigt, aber da hinten muss ich doch abwaschen. Hatte keine Lust, bisher abzuwaschen. Von gestern Abend, das ist keine Sorge, steht nicht 10 Tage rum. Das sollte heißen, keine Sorge, das steht jetzt keine 10 Tage rum. Das ist doch von gestern Abend. Ich hatte nur gar keinen Bock, das jetzt aufzuräumen. Ihr Lieben, ich wünsche euch schon mal eine gute Nacht. Nein, Quatsch, einen schönen Abend. Ich melde mich später dann, wenn ich all das getan habe, was ich tun wollte. Bis später. Ciao. Hey Leute, habe ich euch schon erzählt, wie sehr ich meinen Backofen liebe? Er macht einfach das Essen alles so lecker, so goldbraun, so richtig appetitlich. Ich zeige euch, was ich meine. Schaut mal, wie goldbraun es einfach. Dieser Moment, wenn man seine Story einfach gefühlt 10-mal machen muss, weil mein Insta wieder rumgesponnen hat, weil mein Speicher wieder mega voll ist und es einfach mega heiß ist vor dem Backofen. Ich werde jetzt meine Pizza essen und melde mich. Bis dann. Ciao, ciao.